Servus und hallo, willkommen zu Two Point Hospital. Ich bin wieder zurück bei Chefarzt Dr. Anno. Hallo. Und wir wollen uns das zweite Krankenhaus zu Gemüte führen, nachdem wir das erste richtig in Verruf gebracht haben. Drei Patienten sind abgenippelt. Dafür gab es Und erstmal einen jetzt. Stern. Dafür gab es einen Stern und gleich mal die Möglichkeit, ein neues Krankenhaus zu eröffnen. Also entweder die wollen uns loswerden und einfach sagen, ja. Kümmern Sie sich mal ums andere Krankenhaus. Gehen Sie mal zur nächsten Stadt, da können Sie garantiert helfen. Ja, Ja. die Frage ist, ob das echt vom Spiel vielleicht gewollt ist, dass man am Anfang halt mehr Tote hat, gegen das man dann ankämpfen muss im Spiel. War das im ersten Teil auch vielleicht so? Ich weiß Nee, da ist tatsächlich. Aber das ist schlecht, wenn mir jemand gestorben ist und nicht. war nicht Teil vom Spiel oder Ziel vom Spiel. Aber Expandieren ganz ist cool, wenn man gefunden. jederzeit ins Alte zurück Oh. kann. Das ging auf jeden Fall nicht bei Sim Hospital. Jo. Okay, wir nehmen nicht unser komplettes Geld mit. Wir haben nur 150.000 gerade. Aber wir haben hier eine gewisse Grundeinrichtung drin. Wir haben einen Mini-Wartebereich, der aussieht wie am Flughafen. Das Und erste ist Psychiater freigeschaltet. Nice. besser ist, ne? So ein völlig übertriebenes von der Größe her Untersuchungszimmer. Obwohl, da sind jetzt schon die ersten Bilder und sowas drin. Mal gucken. Strandgemälde, ja, das kommt garantiert gut. Und ein Bücherregal. Ist das jetzt der Psychiater schon? Nee, das ist das Chefarztzimmer für Diagnose. Okay. Das erste, was wir vorhin eingerichtet haben. Mhm. Okay, Genau in die Mitte geklatscht. ja. Okay, so kann man wenigstens sein. Die Dingens daneben packen, die wie hier der Automat. Kann man auf die andere Seite auch noch einen Automaten stellen. Hausmeister Spucker ist übrigens bei uns eingestellt. Also man kann es sein. Achso, das Ding hat zwei Eingänge. Okay, verstehe. Nee. Das hier ist der Eingang. Hier hinten geht es nochmal zum Hinterhof raus jetzt. Okay. Oh, drei. Warte mal, hier nochmal noch eins. Okay. Da muss man später darauf achten, ob, weil ab und zu gibt es ja dann auch Notfälle, was ich gesehen habe, und die kommen oft mit dem Helikopter an. Und dann ist wichtig, wo der Helikopterlandeplatz ist. Aber da gibt es noch keine Notfälle scheinbar. Oder Nee. die landen am Spielplatz. Wahrscheinlich. Guck mal, Kreisverkehr gibt's. Was ist denn das hier für eine Straße? Für ein Haus. Die Häuser sehen auch lustig aus. Kannst du da ranzoomen? Ja, so ein bisschen. Okay. Hat so ein bisschen englischen Stil, finde ich. Aber ich glaube, dieses alte Bullfrog-Team war auch aus England, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Oh, kannst du das Grundstück kaufen? Hast du es gesehen gerade? Das hier. Oh, Tatsache. Kannst du es anbauen quasi? Mhm. Wenn uns der Platz dann ausgeht. Das ist interessant. Ah, das gab es bei Sim Hospital auch. Das Okay. Krankenhaus dann Das haben wir erweitern. gar nicht beim anderen beobachtet, weil ich gar nicht so rausgezoomt hatte. Das habe ich Ne, jetzt da gab es gemerkt. das wahrscheinlich auch noch nicht. Drum sind da auch jetzt die Ausgänge, damit der Ausgang dann direkt in ein neues reinführt. This makes sense. So führt eins ins andere, im wahrsten Sinne. Okay, es ist aber auch, es ist wirklich sehr klein gehalten hier alles, ne? Ja, Also. muss man echt expandieren dann. Gut, was brauchen wir als erstes? Wir brauchen als erstes eine Apotheke. Nach der Behandlung, ich würde sagen, hier hinten in die Ecke einfach reingequetscht, oder? Kling. Geräusche. Ist echt um. Nein. Gerade Feuerlöscher, 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 da. Also bringt Postererleuchtung, erhöht Krankenhausambiente und das Ausstattungslevel. Ja, warum nicht? Komm. Ah, das kann man nur draußen packen. Draußen nicht hinpacken, oder? Ne, Ah, hier hinten geht's geht's auch, auch. okay. Das braucht also auch einen gewissen Radius, um hinzugehen, okay. Dass man sich das quasi von der Nähe anschauen kann. Ja, gut, jetzt mit dem. Hier drüben war das Fenster im Weg. Da. Ja, Hier war aber der da. Feuerwehrkram im Man Weg. eigentlich. Okay, ja. Warum auch immer. Man könnte es ja eigentlich auch hinter eine Pflanze packen, theoretisch. So ein Das geht Poster. sogar. Ah.
Okay. Es darf nur nichts auf Aufhängehöhe im Weg sein. Mhm. Okay, ja gut, dann passt's. Dann habe ich nichts gesagt. So, Tür haben wir. Wollen wir noch ein Fenster da einbauen? Ja, na komm. Mhm. Was denn? Ja. Freu mal nicht zu sein. Geht nicht wirklich, obwohl, na gut, es geht direkt vor der Pflanze. Ja. Holo. Passt. Okay. Ist doch schön, oder? Schaust du direkt auf die Pflanze rein. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich sehe nur Blätter. Zack, so, was war jetzt hier? Krankenpfleger. Zack. Wir brauchen auch auf jeden Fall. Ja? Wir gehen jetzt einfach auf Kompetenz, oder? Ganz ja, ehrlich. Qualität. Wir haben gelernt. Bevor die wieder alle verrecken hier, wie sonst wir, was. Wir brauchen auch eine Empfangsdame. Dame. Haben wir hier hinten keine? Aufnahme. Okay. Volle Energie. Okay, gut. Lauft nirgendwo rum. Fenden. Okay. Er hat halt nichts zu tun und ist, glaube ich, nicht ganz zufrieden. Stimmung, warum? Negativ gar nichts, aber ansonsten gut. So, Toiletten. Als nächstes würde ich sagen. Und die allgemeine Diagnose. Toiletten, kriegen wir die hier irgendwie ganz klein reingequetscht? Na, ganz klein reingequetscht ist das, na, weiß ich nicht. Da wird sich nichts ausgehen. Muss ja dran denken, wir brauchen die Toilettentrakt und dann brauchen wir noch zusätzlich die Waschbecken und sowas. Mülleimer. So? Ja, oder mach's bis zur Tür. Im Grunde können wir da eh nichts mehr machen. Außer vielleicht Bänke. Ja. Und Automaten okay. Und sowas. Okay. So. Da das Fenster ja eh wieder zugekleistert ist, ist es, glaube ich, gänzlich egal, dass wir da eine Toilette vorstellen, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich. So, die Tür. Herzlich willkommen in kleinen Rom, meine Damen und Herren. So. Nur, dass da nicht so nach Pizza riecht, oder? Oh, Frankfurt hat seinen ganz eigenen Geruch. Dieser miese Abfallgeruch von den Bankern. Hier riecht's immer nach gequirlter Scheiße. Und Abzocke, ja. Jo, so kann man lassen, ne? Von der Grundausstattung, okay. Passt, ja. Fertig, da brauchen wir keinen Angestellten. Dann hast du gesagt, allgemeine Diagnose. Mhm. Ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, diese Sitzbänke hier woanders hinpacken. Ja. Weil das ist so klein hier alles, dass wir jeden Raum brauchen. Na, wird sie nicht rausgehen. Ja, okay. Kannst ja so lassen, oder? Also. Und das von Schönbauer Arne Heulig. Ja, ich stell's mir vor, dass wir hier einen Raum hinsetzen, dass dann hier die Wand entlang geht, weißt du? Mhm. Da packst du auf die andere Seite vom Eingang. Hier drüben? Mhm. Jetzt müssen wir mal zu überlegen. Warte mal, kannst du so drehen, dass. Jetzt hast du es verkauft. Ups. Ja, du überlegen, wir könnten es doch so machen. Dann löst es aus. Oder willst du es anders? Ich hätte es so gedreht, dass es halt zur Tür hin, also dass es sich um 90 Grad drehen quasi. Und dass es vor dem Fenster steht. Weiß nicht, ob das auch geht. So? Ja, gerade so hat reingeploppt, dass sich noch einer ausgeht. Aber wahrscheinlich wird das nicht klappen. Meinst du, das versteht nicht so? Ja, hier so. So. Mhm. Aber da wird sich wahrscheinlich nichts mehr ausgehen, da. Nee, das ist doch. So wird es gehen, ja. Ja. Ja, das wäre doch effizient. Effizient. Das ist echt geile Musik, oder? Ja. Oh, da ist ein Feuerlöscher, den können wir gleich wegpacken. Ja. Packen wir es mal dahin. So ein bisschen, ne? Ja.
So, und dann würde ich sagen, brauchen wir hier draußen, brauchen wir gar keinen Feuerlöscher, oder? Eigentlich nicht. Komm, dann weg damit. Hier gefällt mir es ehrlich gesagt nicht so ganz, weißt du was? Ich wusste es. Ich wusste es. Geht sich da hinten einer aus? Nein, okay. Hier ziehen wir die Wand entlang. Hier steht auch noch so ein... Ups. Das passt schon so dabei. So nicht so viel hier? Okay. Ja, dann... Oder weg, ja. Dass sie wieder verkaufen, oder was? Ja. Mhm. Warte, dann dreh nochmal die ganze die Kamera, weil da waren irgendwelche Snackautomaten schon vorhanden. Oder echt? War das der andere Automat? Oh, einer von beiden ist schon da. Genau. Okay, da hätte ich den anderen einfach da auf die andere Seite gepackt. Ja, genau. Okay. Wunderbar. Sieht eigentlich ganz nett aus mit dieser Einbuchtung. Ja. Wäre ich so nicht drauf gekommen. Aber gut, dass das Spiel das macht. Designvorschläge. Zimmer. Diagnose. Zimmer. Meine Diagnose Prestige Stufe 2. Okay. Bringt das hier eigentlich irgendwas? Dekoration. Okay. Zu verstauen von Liebesromanen. Humor ist schon mal richtig nice. Ja. So, dann packen wir noch ein Poster rein. Das ist immer die Erleuchtung, gut. Die muss überall rein. Zack, und ein Feuerlöscher. So, soll es mal gewesen sein für hier. Plop. Und Krankflieger. Gut, wir sind die ganze Zeit auf Pause, wir haben gleich keine Leute mehr. Was ist denn das in der Mitte? Allgemeine Diagnose steht Stufe 2, also was auf der rechten Seite jetzt steht. Dann ist Blumen und in der Mitte ist. Das ist da? Irgendwas gelb, ja. Das ist die Temperatur. Aha, okay. Hm. Okay. Wobei, ganz ehrlich, ich meine, da steht jetzt ein Monitor drin in dem Raum, das Ding hat zwei Fenster, also. Pff. Wahrscheinlich ist gerade Hochsommer. Nee, es ist Januar, der 1. Januar hier unten rechts steht. Ah, achso, das sehe ich nicht. Wie nehmen wir Franklin Tiger oder Spike Woodstone? Die Franklin Tiger! Rar. Wie der schon ausschaut. Zack. So, für den Raum haben wir diesen Arzt hier, ne? Hier unten haben wir einen drinne. Okay. Pausenzimmer? Pausenzimmer. Vielleicht wieder so nach hinten. Oder warte mal, ich schau nochmal auf die andere Seite. Ja, okay. Oder. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wo wir die Station hinpacken könnten. Die braucht ja auch auf jeden Fall mehr Platz. Vielleicht das Pausenzimmer. Warte mal, rauf. Ja, genau, hier oben links. Da. Mhm. Dann haben wir mehr Platz für die Station. So, ne? Ja. Und 4x3. Ja, wird schon passen. Nun, wird schon reichen. Wird schon passen. Was da bei Sim Hospital noch gab, war zum Beispiel ein Billardtisch oder ein Fernseher. Also, hier sind noch Sachen, Dartscheibe, Fernseher, Kaffeetisch, Lampe, Sitzsack, Trainingsgerät, Boxsack. Automaten, Mülltonnen. Ist auch geil. Ja, wenn man mal so Akku ist vom Patienten. Spielautomaten gibt es ja auch. Süßigkeitenspender. Trinkbrunnen. Also hier ist noch reichlich und ganz ehrlich, sowas lässt sich durch jede Art von Patch reinbringen. Und ich weiß ja auch gar nicht, ist das Spiel modbar? Das weiß ich gar nicht. Hm. Dann wäre es nämlich easy peasy, dass sie hier noch solche Sachen einbauen. Ja, stimmt.
Ach, Kenny, spielt auch gerade Two Point Hospital. Grüße. Grüße. So, lang mal, oder? Dieselbe Ausstattung wie vorhin. So, warte mal, Two Point Hospital. Ich guck gerade mal die Shopseite. Vielleicht kann ich da irgendwie erkennen, ob es Workshop gibt. Ich glaube, tatsächlich muss man das erst haben, das Spiel, dass man den sieht. So, wo würdest du denn jetzt die Station hinsetzen? Hier unten? Ich sehe gerade nichts vom Workshop. Egal, müsstest du dann später gucken. So. Station? So groß in etwa vielleicht mal. Dass wir mehrere. Ja, eventuell oder vielleicht eins kleiner und dann noch die Sitzbänke und sowas. Obwohl Sitzbänke würden daher auch passen. Ja, passt schon. Nee, dann. Passt so. Ja, machen wir das. Theoretisch könnte man ja theoretisch irgendwann die Toilette noch um eins erweitern, dann passt es auch. Okay. Stationstür würde ich sagen, kommt mal dahin. Ja. Dann brauchen wir noch das Krankenschwestern-Ding hier. Dann brauchen wir die Umkleide. Naja, vielleicht mal da in die Ecke. So. Schön spinnt. Spinnt kannst du vielleicht gleich zwei reinpacken. Ja, was bringen die denn? Erhöht. Achso, erhöht Ausstattungs. Oh, okay. Na dann. Machen wir die Betten rein. Fangen wir mal mit dem Groben an. Wieder. Okay, geht auch gar nicht wirklich weiter. Das wird sie nicht mehr ausgehen. Oh, geht sie echt aus? Okay. Tada! Oh, eine Riesenstation. Naja, okay. Zwei Betten mehr als vorhin. Also. Vier mehr, oder? Hatten wir hatten vorhin nur zwei. Wir hatten vorher nur vier, ja? Achso, okay. Ich dachte, wir hätten irgendwie mehr gehabt. okay. Wir planen für die Zukunft. Ach, guck. Geht sich sogar aus. Das können ja nie genug Platz sein. Ja, oder? Also komm. So, noch so ein tolles Ding rein. Zack. Fertig. So, ich hab schon wieder vergessen, was hier reinkommt. Krankenpfleger. Der letzte. Okay. Oh, flump. So, und dann könnten wir eigentlich nur noch die Entleuchtungsklinik und die Psychiatrie. Dann sind wir hier echt. Haben Kenny gerade geschrieben. Anne übertreibt es mit Blumen gerade genauso wie Dr. Blümchen. Vielleicht hier? Hier? Ja, hier vielleicht. Da, ne? Ja. Warte mal, wie spät haben wir es? Dammit. Scheiße. Weil wir haben nur 2 Minuten. Okay. Zack. Zack, und zack. Hier, schnell. Zackedi, zack, zack, zackedi, zack, 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 zack. Schön bauen ist nicht. Beim nächsten Mal so, oh Gott, was habe ich hier gebaut? Feuerlöscher. So. Passt. Zack, und der braucht Arzt. Einstellen, Arzt. Den Alter, Maximum. Violetta. Hui. Ja. Obwohl. Was kann die denn? Psychiatrie? Die, ich glaube, die sollten wir vielleicht später in die oder Psychiatrie du nimmst setzen. Den Sandalen-Typen. Genau. Sandalen. Na, der ist positiv drauf.
grantig, aber doch gerade so ein positiver Smiley. Naja. Gudi, dann soll es das mal gewesen sein. Vergessen. Ja. Zack. Schnell speichern. Okay, wir haben es zumindest mal eingerichtet, viel mehr haben wir nicht gemacht, aber eingerichtet, dann können wir es beim nächsten Mal laufen lassen. Ich bedanke mich bei Valvo und bei allen anderen und fürs Zuschauen und sowieso und macht nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Ich muss da rein, das ist ein Livestream. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Danke fürs Zuschauen, bis dann. Ciao.